Sie sind hier, 14. Januar 2019, 20:01 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Domagoj Stufnjak war bester Werfer der Kroaten beim Sieg gegen Mazedonien. Urheberrecht Getty Images. Domagoj Stufnjak vom THW Kiel führt mit Favorit Kroatien zum dritten Sieg bei der Handball-WM. Durch den Erfolg über Mazedonien ist die Hauptrunde bereits sicher. Mitfavorit Kroatien hat bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark die Hauptrunde erreicht. Der zweimalige Olympiasieger setzte sich in München im Balkan-Derby gegen Mazedonien souverän mit 31:22, 16:11 Uhr durch und machte durch den dritten Sieg im dritten Spiel das vorzeitige Weiterkommen perfekt. Service-Tabellen der Handball-WM. Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson schrammte mit Japan beim 22:26, 11:10 Uhr gegen Europameister Spanien nur knapp an der Sensation vorbei. Damit bleiben die Spanier ebenfalls makellos und sind so gut wie sicher in der Hauptrunde. In dieser könnten Kroatien und Spanien in Köln auf Deutschland treffen. Für den EM-11. Mazedonien war es nach Siegen gegen die Außenseiter Japan 38:29 und Bahrain 28:23 die erste Niederlage in der Gruppe B. Domagoj Stufnjak, bester Werfer der Kroaten. Kroatien verteidigte vor 9.800 teils frenetisch feiernden Zuschauern in der Olympiahalle konsequenter. In einer fair geführten Begegnung verzückte vor allem Torhüter Marin Šego die Fans mit vielen Paraden. Domagoj Stufnjak vom THW Kiel war mit 6 Toren der beste Werfer der Kroaten. Das war Wahnsinn, gefühlt ein Heimspiel, sagte Stufnjak. Europameister Spanien gewann mit 26:22, 10:11 Uhr glanzlos gegen die vom ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreuten Japaner. Zwar hat der Ex-Weltmeister ebenso wie Kroatien die Idealpunktzahl, doch der Einzug in die Hauptrunde ist noch nicht ganz perfekt. Den Kroaten kann nach den gewonnenen direkten Vergleichen gegen Island 2:4 und Mazedonien 4:2 hingegen nichts mehr passieren. Olympiasieger Dänemark 6:0 ist die Hauptrundenteilnahme nach einem 34:22, 17:11 Uhr in Herning gegen Außenseiter Saudi-Arabien nur noch theoretisch zu nehmen. Gleiches gilt in der Gruppe C für Vize-Weltmeister Norwegen nach einem 34:24, 16:13 Uhr gegen Österreich. In der Gruppe D machte Schweden den Einzug in die Hauptrunde so gut wie perfekt. Der Vize-Europameister bezwang Angola in Kopenhagen mit 37:19, 19:14 Uhr und führt die Tabelle mit 6:0 Zählern vor Ungarn 5:1 an. Die Ungarn besiegten den ehemaligen Vize-Weltmeister Katar 32:26, 16:11 Uhr. Katar 2:4 hätte den Medaillentraum des DHB-Teams bei den Weltmeisterschaften 2015 Viertelfinale und 2017 Achtelfinale beendet. Zuvor hatte Island gegen Bahrain den ersten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft gefeiert. Das Team von Trainer Gudmundur Gudmundsson gewann mit 36:18, 16:10 Uhr. Arnór Thór Gunnarsson vom Bergischen HC war mit 8 Treffern bester Werfer, von Sportinformationsdienst.